Wie funktioniert eigentlich ein Laubholzsägewerk im Schwarzwald? In Waldkirch kann man das erkunden, am Beispiel der Stadtsäge. Sie gibt es schon lange. Seit 1954 ist die Firma Blum Betreiberin der Stadtsäge. Die Firma Blum Laubholzsägewerk GmbH in Waldkirch zählt zu den größten mittelständischen Laubholzsägewerken im Schwarzwald. Holger Blum und Johannes Palermo sind die heutigen Geschäftsführer. So rund ein Dutzend Mitarbeiter vervollständigen die Mannschaft. Heimische Laubhölzer werden hier verarbeitet. Ich begleite die wesentlichen Stationen während eines Jahres. Und alles beginnt mit dem Holzeinkauf. Anfang April haben wir das meiste Holz vom Landkreis Emding schon eingekauft. Und wir sind jetzt heute hier im Engewald, wo nochmal eine größere Menge an Buche vor allem uns jetzt zum Kauf angeboten wurde. Anhand einer Holzliste schauen wir die Sortierung und die Qualität an. Wir haben jetzt hier die Holzliste 04, das ist bezeichnet für das Revier. Dann die Aufnahme 9, das sind immer fortlaufende Nummern, die vergeben werden. Und hier ist das Los 4, das ist die Buche. Herr Koch, Sie sagen mir die genau. Nummern und ich betrachte dann die... Das ist die Weidnummer 2507 und 2508. Da sind jetzt 6 Meter im B und 4 Meter im C. Und jetzt schauen wir hier, ob die Güteklassen auch so richtig eingeteilt sind. Johannes Palermo schaut genau hin. Nicht immer ist er mit der vorgefundenen Einteilung der Qualitätsstufen einverstanden. Maß der B-Qualität entspricht, oder? Das meiste unseres Holzes müssen wir im freien Verkauf kaufen. In der Güteklasse B kann man halt mit 2 Meter wenig anfangen. Es müsste halt wenigstens 2,50 Meter sein. Dann die 3738. Ja. Wir haben jetzt an einem Weg 4 verschiedene Holzarten und wir konnten sie alle gebrauchen und das erleichtert uns den Einkauf und es ist natürlich auch für den Verkäufer wichtig, dass er vor Ort einen Käufer hat, der eine relativ große Qualitätsbandbreite übernimmt, dass er nicht nur die Sahne kaufen kann und dass er vor allem halt auch verschiedene Holzarten kaufen kann. Eichen werden zwischengelagert in einem Nasslager. Die Dauerberegnung schützt vor Schädlingsbefall und Farbveränderungen. Wir befinden uns hier im Nasslager La. Dieses Nasslager La ist nach dem Sturm Lothar von der Stadtforstverwaltung eingerichtet worden, um dieses Holz eben auch gegen Verfärbungen und vor allem gegen Insektenbefall zu schützen. Mittlerweile haben wir 2.500 bis 3.000 Festmeter Eichenholz hier gelagert. Die Einlagerung beginnt jedes Jahr, so im Januar, Februar, sobald man entsprechend Eichen gekauft hat. Das Holz lagert dann bis Ende August, September, teilweise auch bis Oktober hier im Nasslager, wird so lang auch beregnet. Dann schaltet man die Beregnung ab, weil dann auch die Witterung entsprechend so ist, dass keine permanente Beregnung mehr stattfinden muss, auch wenn die Auslagerung noch nicht ganz abgeschlossen ist. Dieser Transport kommt vom Nasslager. Die Eichen sind nass und schwer. Ladedarf 22, 23 Tonnen. Und wie weiß er, wie viel er tatsächlich geladen hat? Nach Gefühl oder Liste.
Die Stämme werden vorsichtig platziert, da darf nichts wegrollen. Das alles wird jetzt gebraucht, Rundholz wird eingeteilt und dann kommt die Motorsäge mit besonders langem Schwert zum Einsatz. Holger Blum teilt Buchen ein, nach Länge, Qualität und berücksichtigt dabei auch, was mit dem Stamm erwirtschaftet werden soll. BBC, die Qualitätsbezeichnung. Schlechter als A und besser als C. Da liegen sie, eingeteilt und mit der Einzeichnung, was damit am Garter geschehen soll. Die Stammanschnitte, sie werden zu Brennholz gespalten, sofern es funktioniert. Benni, komm mal her. Der ist unsauber von unten her. Guck, da. Siehst du die Beule? Das sind aber alles verwachsene Äste da. Aber das ist heutzutage kein so Problem mehr, weil das ist auch gesucht. Man muss es nur richtig sortieren. Das sind sogar Arschreiche, oder? Arschreiche, die muss man auf Zeit. Nee, dort kannst du drüber werfen. Dort sind sie hinter dran. Ganz lose Kabernet, weil er sonst krumm wäre. Aber 3 Meter ist auch eine gute Länge. Und was schreibst du jetzt da? AE? Da schreibe ich jetzt eine Asteiche drauf. Also AE, Asteiche. Weil die wird ziemlich wild rauskommen. Jetzt sind die Eichen dran. Und der Azubi Benny, der bekommt praktischen Unterricht. Bauwartparkett ist gerade leer, da kannst du wieder frisch anfangen. Holger greift selbst zur Säge, aber so ganz allein geht's auch nicht. Er braucht Hilfe. Die war jetzt leicht ringschädig hier. Aber das ist jetzt gleich weg. Das lassen wir. Da sieht man es noch ein bisschen. Und das geht alles auf. Wenn es dann getrocknet ist, geht es gerade auseinander. Ja, da gibt es halt verschiedene Qualitäten. Der ist jetzt ganz sauber. Der ist nicht so stark, aber er ist ganz sauber. Den teile ich jetzt ein für die Plattenproduktion. Da brauchen wir gerade jede Menge. Es gibt dann Möbelbauplatte für Schreiner, die dann eben so halbfertig Produkte kaufen. Da hat er jetzt was. Da muss er ab.
Also hier stehen wir gerade vor unserer Hackanlage. Die hat einen Durchlass in der Höhe von 15 cm und in der Breite von 54 cm. Der Hacker an sich ist dafür zuständig, um unsere Schwaderbretter, wo sich ansammeln, Nebenprodukte vom Gatter, wo entstehe, um die Schwaden zu zerhacken. Und hier tun wir jetzt gerade die Hackermesser wechseln. Wichtig dabei ist immer, dass eine regelmäßige Wartung da ist, regelmäßige Kontrolle. Und das Allerwichtigste zum Hacker gehört auch ein Metallsuchgerät. Ohne dem Metallsuchgerät würde sich der Hacker bei metallischen Gegenständen selber zerstören. Hier haben wir einen Vergleich von einem extrem stumpfen Messer und einem normalen scharfen Messer. Zum Messerwechsel müsste man den Keil zurückschlagen. So, stumpfe Messer. Nach dem Saubermachen wird es eingeölt, der Keil, damit der leicht rutschen kann. Und dann wird das Messer eingesetzt. Nach dem Messerwechsel kann man den Deckel wieder zumachen. Wartung oder Reparatur, vieles wird selbst gewartet und repariert. Trotzdem, irgendwann ist dann doch mal der Spezialist gefragt. Nun ist der Stapler wieder im Einsatz. Fast alle Holzarten werden vor dem Sägen entrindet. Das schützt vor eventuellem Schädlingsbefall. Das Herz eines jeden Sägebetriebs. Dort, wo der Gatter steht. Dort ist der zentrale Punkt eines Sägewerks. Der Stamm wird nach Augenmaß eingespannt. Da gehört Erfahrung dazu. Krumm vorgelegt ergäbe krumme Bretter und das will keiner.
Nichts hält ewig. Nach rund 4 Stunden sind die Sägeblätter stumpf und müssen getauscht werden. Das Gatter steht, Gelegenheit zu schmieren, sonst läuft gar nichts rund. Schärfen, aber nicht nur die Maschine laufen lassen. Zunächst muss alles korrekt eingerichtet sein. Der Winkel muss stimmen. Das Blatt ist geschärft, jetzt noch schränken. So nennt man das Ausrichten der Zähne, 0,7 mm in jede Richtung. Die geschärften Sägeblätter werden wieder eingesetzt. Der Gatter wird angeworfen und den Rest kennen wir schon. Jetzt ist noch der Bremse auf und geht's los. Sägemehl gibt es in Höhle und Fülle. Es fällt nach unten und landet auf einem Förderband. Das anfallende Sägemehl beim Sägen, das fällt dann hinterm Gatter runter auf eine Schüttelrutsche. Und von der Schüttelrutsche auf ein Gummiband. Und vom Gummiband wird es in die Vibrorinne befördert. Und von der Vibrorinne wird es hier durchsortiert. Das Sägemehl fällt vorher unten durch. Kommt direkt in die Entsorgung rein und die größeren Stücke werden klein gehackt zu Hackschnitzel und kommen dann auch in die Entsorgung und hoch zur Trommelsiebanlage draußen. Also in der Trommelsiebanlage fällt dann das Sägemehl hier durch die kleinen Löcher oben, wo die sich das dreht. Und die großen Hackschnitzel gehen weiter in die Kratzförderer und vom Kratzförderer in das große Silo und dann in den Brennraum von der Heizung. Alles wird also verwendet. Abfälle sind hier Rohstoffe für die Heizung. Am Gatter wird vertikal gesägt. Der Abstand der Sägeblätter bestimmt die Stärke der gesägten Bretter. Ein anderes Prinzip hat die Blockbandsäge. Sie sägt horizontal mit einem Endlosblatt. Hier wäre die größere gesägt, also im Normalfall. Ja, oder halt welche, wo viele Risse haben. Die wird auch hier unten gesägt. Also die Einrichtung ist ganz klar so, der Stamm müssen wir so einspannen, dass er gerade rauskommt. Der hat immer eine Krümmung meistens, ne? Und dann muss man ihn entweder mit dem Bogen nach oben oder nach unten, nicht zur Seite. Zur Seite, dann kommt er nämlich krumm raus. Wir sägen jetzt 50,
50 stark, also ja. 5 cm, 50 mm. Da muss man Frischmasse zumachen, weil das Holz Schwinde tut. Ja. Ja. Und beim 50er machen wir meistens 5 mm Übermaß. Und dann muss man aber noch das Blatt rechnen, das sind dann auch nochmal 3 mm. Da kommt man auf 58. Das Betriebskonzept der Stadtsäge verlangt große Lagerflächen für das Schnittholz. Oft sitzt es mehrere Jahre. Manches ist schon verkauft und sitzt hier auf Abruf. Just in time, auch im Sägegewerbe. Das verlangt Fingerspitzengefühl. Alles muss korrekt sitzen. Holz verändert sich während des Trocknens. Und trotzdem darf nichts umfallen. Worauf muss man achten? Auf Anfang mal, wenn es geht, gleich gerade nachfahren. Das ist immer das Beste. Also man muss darauf achten, damit sie verbunden sind. Zwar links und rechts, damit sie nicht umfallen. Man muss vor allen Dingen darauf achten, wenn man es absetzt, damit es gerade sitzt. Nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten. Wenn es jetzt rechts hängt und ich fahre halt schon schräg nah, dann kann es passieren, ich fahre halt mit dem Seitenschieber ganz links, aber es reicht mir trotzdem nicht. Dann muss ich halt nochmal zurückfahren und nochmal nachfahren. Also wir stehen jetzt hier vor der Dämpfkammer, die mache ich jetzt auch gleich auf. Und als Beispiel bringe ich einmal, wenn wir jetzt ja Buche sitzen, wie das Holz aussieht, bevor es gedämpft wird. Ist also hell und nach dem Dämpfen ist es rötlich. Und hauptsächlich dämpfen wir Buche, Rotbuche, und die wird gedämpft erstens, dass es die andere Farbe gibt, dass es den rötlichen Ton gibt und zweitens, dass es die Wuchsspannungen nimmt. Also das Bucheholz reißt gern und wenn es gedämpft ist, reißt es nämlich so, wird es geschmeidiger beim Verarbeiten. So ein Hydraulikheber ist schon eine feine Sache. Vor allem die Mitarbeiter werden entlastet. Rückenschmerzen ade. Also ich fühle jetzt die Kammer. Die Buche, die sind im Juni eingeschnitten worden dieses Jahr und sind gedämpft worden, die Dämpfkammer, sind dann auf Platte gekommen, dass Luft durchgeht. Jetzt wird Buch geführt, jedes Paket oder jede Stemm, die haben jeweils eine Nummer, wo aufgenommen wird, wenn das Holz aufs Lager kommt. Und jetzt muss ich aufnehmen, was in die Trockenkammer kommt. Da schreibe ich auch auf, wo das her ist, von welchem Lager. Buche gedämpft, 60 mm. Qualität A, B. Das Paket ist ca. 5 Tonnen. Das maximale Wasserstapler Luft. Durch das, dass wir jetzt in der Kammer auf der linken Seite angefangen haben, machen wir die nächste Reihe auf der rechten Seite bündig, sonst wäre rechts, wo jetzt das Loch ist, kein Widerstand von der Luft da und dann wird die Luft schneller zirkulieren. So schaue ich immer, dass die Kammer komplett ausgenutzt ist.
19,7% Holzfeuchte. Und da mache ich jetzt die Messelektrode rein. Also die Messstelle sitzt zwischen einem Drittel und der Hälfte der Brettige im Holz drin. Die Vermessung muss quer zur Faser sein. Also die Lauge immer quer zur Faser, nicht längs zur Faser. Die fünf Kabel, die wir zur Verfügung haben in einer Druckerkammer, sind auch durchnummeriert. Das ist das Kabel 4. Da kann ich mir aufschreiben, in welcher Holzart und in welcher Stärke von der Holzart das Kabel drin ist. Und das sagt mir jetzt, dass zwischen den zwei Dielen das Kabel hier ist. Das wird jetzt ca. 14 Tage, 3 Wochen da drin sein, bis zu einer Holzfeuchte runtergetrocknet zwischen 8% und 10%, und dann kann es der Kunde verarbeiten. Also das sind jetzt die Druckercomputer. Da gibt es das Menü, zum Beispiel die Trocknung und Kontrolle. Jetzt können wir da schauen, was drin ist. Die verbleibende Druckezeit zum Beispiel jetzt noch 18 Tage und dann wird konditioniert, dass das Holz sich angleicht, so nach bestimmter Holzfeuchte. Das geht dann 12 Stunden, ist da jetzt eingestellt, kann man noch variieren. Dann ist eine Soll- und eine Ist-Temperatur, die beträgt jetzt 43 Grad in der Kammer und eine Luftfeuchte von 9,6, also UGL. Das, das Holz hat jetzt zwischen 17% und 21% Holzfeuchte noch. Grundsätzlich zur Vermessung, ich stehe immer in der Mitte, man misst immer in der Mitte des Brettes das Maß, weil am Anfang und am Ende des Brettes ist es ja entweder viel breiter oder viel schmäler. Um das zu vermitteln, wird immer in der Mitte des Brettes gemessen. Und ich bin heute hier zur Holzübernahme, ich übernehme Eiche. Das geht überwiegend in den Innenausbau, den Möbelbau. Und ich schaue jetzt hier nach Qualitäten, nach sauberen Brettern und nach astigen Brettern. Bei der Vermessung bei der Eiche ist es wichtig darauf zu achten, wenn der Splint wurmig oder faul ist, der muss dann abgemessen werden. Ansonsten ist es so, dass man den gesunden Splint immer zur Hälfte mitmisst. Manchmal kann man einen Fehler über die Breite vergüten oder man kann natürlich auch die Länge reduzieren. Dadurch, dass wir dieses Maß, was wir jetzt messen, gleich in dieses Aufnahmegerät eintippen, haben wir sofort das Maß von dem Paket, also das Volumen dieses Pakets, und wir können dann auch sofort am Ende des Tages einen Lieferschein erstellen, sodass der Kunde auch genau weiß, welche Menge er bei uns gekauft hat. Also alles, was unter vermessbar ist, ist gleichzeitig in das Gerät getippt. Und aus dem machst du jetzt die Maßliste. Mache ich jetzt die Maßliste. Und das kriegt der Händler, kriegt das dann mit. Und das kriegt der LKW dann mit als Lieferschein direkt. Und auch der Händler bekommt es einmal auch mit. Und ein Ausdruck bleibt dann bei uns. Ja, der LKW-Fahrer kriegt das auch mit. Der kriegt das mit. Ja, aber auf LKW-Ladung kann doch Verschiedenes kommen, oder? Das ist jetzt zufällig genau eine Ladung, die eben genauso vermessen worden ist und wird jetzt also komplett auch so verladen. Ja, und haben die so viel vermessen, dass es gerade LKW gibt? Jetzt genau so viel vermessen, das sind jetzt 28,8 Kubikmeter, das ist jetzt genau LKW-Ladung. Und wie viel ist das an Tonne? Das wird jetzt etwas wie so 25 Tonnen. Die Nummernschilder zeigen es. Die Stadtsäge verkauft nach ganz Europa. Dieser LKW ist schon eine Besonderheit. Geladen wird er wie alle, aber der LKW. Sein Fahrer hat mir verraten, mit der Zugmaschine besucht er viele Truckertreffen. Sein rotes Schmuckstück ist sein Ein und Alles. Ist gut, ich bin frei. Ist gut. Also wenn ich fertig mit Lauter bin, mache ich eine Kontrollwiegung hier im Display, kann ich einmal die Zugmaschine wiegen
und der Auflieger. Wir dürfen auf der Zugmaschine 18 Tonnen haben. Hier hätte ich noch mal für 7 Tonnen Luft. Hier gehe ich runter zum Auflieger. Hier sind wir jetzt am Auflieger. Da dürfen wir 24 haben, haben jetzt 21,6. Also haben wir auch, sind wir im grünen Bereich. Per LKW ist natürlich der übliche Transportweg. Es geht aber auch per Schiffscontainer, zum Beispiel in Richtung China und das von Waldkirch aus. Da haben die Stadtsäger eine eigene Verlademethode entwickelt, Schmierseife mit Schnee vermischt und auf dem Containerboden verteilt, dann flutscht alles. Der linke Stapler hebt die beiden Pakete auf Höhe der Ladefläche. Dann übernimmt der zweite Stapler von hinten und schiebt die Pakete in den Container. Die Gabeln sind ja nur kurz. Deshalb kommt ein langes Gestänge zum Einsatz. Damit wird dann alles in die Tiefen des Containers hineingeschoben. Aber wie der Container in China dann entladen wird, ich habe keine Ahnung. Zum Jahresende wird der Lagerbestand nochmal manuell aufgenommen, um eben eine genaue Kontrolle zu haben. Die Aufnahme wird so gehandhabt, jedes Lager oder jeder Stapel bekommt eine Nummer. Hier haben wir es für die Nummer 166. Ich kann auch sagen, das ist ein Paket und das eine Paket besteht aus 4 Klützen. Kann man jetzt sagen, wie man will. Jedenfalls zählen wir jeden Stamm ab. Wir haben jetzt hier 58 Stämme. Das wird dann so aufgeschrieben, 58 Stämme. Die Qualitätsbezeichnung, das ist eine Zweiersortierung, die wird auch notiert. Und dann hat man also Durchschnittswerte pro Stamm, was ein Stamm misst. Und das wird dann multipliziert. Wir haben jetzt 58 Stämme und pro Stamm haben wir 0,6 Kubikmeter angenommen. Und das ist so ein Erfahrungswert, den man hat. Und dann ergibt das 35 Kubikmeter für diese Partie. Man versucht natürlich immer so gleiche Qualitäten und Holzarten zusammenzusetzen, so in einem Weg oder in einer Reihe. Aber immer gelingt das nicht, wenn eben der Lagerplatz dann einmal zu knapp wird oder nicht ausreicht. Dann kommt auch mal ein bisschen durcheinander. Aber pro Lager, was das ist, das ist immer eine Qualität und eine Holzart und eine Stärke. 4, 6, 8, 10. Der Kreislauf beginnt von neuem. Verkaufte Ware verlässt die Stadtsäge und neues Rundholz wird geliefert. Der Betrieb der Stadtsäge läuft natürlich das ganze Jahr über. Und wenn mal Schnee liegt und Ruhe einkehrt und die Sonne scheint, dann kann ein Rundholzlager auch besonders schöne Bilder liefern.